Hier läuft es jetzt schon, hier, oder was? Ob das jetzt läuft? Lass mal gucken hier. Das ist total scheiße, ne? Leute, weil ich kann das Ding ja ohne Stativ gar nicht irgendwo richtig platzieren. Läuft, ich muss mal gucken hier. Warte mal. Madonna, bleib mal bei mir. Läuft die schon, die? Die Sekunden, leider ist die Sekunde an, die Digitalanzeige von der Sekunde läuft, okay. Das ist ja nur mal ein Test. Das ist nur ein Test, ach. Hier bei so. Bei solchen Präliminarien. Ne? Verliert man dann irgendwie ganze Elan. Also das ist hier meine Ivonitsch, ist vorne gesagt. Meine Damen und Herren, das ist Madonna, Louise, Veronica, Ciccone. Meine Damen und Herren. Ah ja, das ist nur mal ein Test. Ich will mal gucken. Ja, ich brauche ein Stativ. Ich brauche ein Stativ. Ich brauche ein Stativ. Das ist ja auch hier die Beleuchtung, ist irgendwie nichts hier. Naja, ich wollte nur mal gucken. Leute, ich bin gerade dabei, Amerikaner zu essen. Leute aus der jüngeren Generation, die könnten jetzt tatsächlich auf falsche Fährten geschickt werden, weil die gar nicht mehr wissen. Ich meine, neulich habe ich beim Bäcker tatsächlich mal nachgefragt, denn die gibt es nicht überall mehr. Aber sie sind wieder im Kommen, die Amis, die Amerikaner. Die wissen das nicht mehr, dass Amerikaner was ganz Leckeres sind. Ich esse denn jetzt fertig, den Amerikaner. Ne? Kann ich doch gar nichts. Und die vernasche ich nachher. Das ist auch eine Amerikanerin. Ne? Das ist meine Madonna. This used to be my playground. This used to be the place I ran to whenever I was in need of a friend. Das ist eines ihrer langsameren Lieder und ein wunderschönes Lied über die Sehnsucht nach Geborgenheit und eben auch der Kindheit, die ja jetzt in diesen Tagen in der Adventszeit, Advent heißt Ankunft, und bedeutet das Warten auf die Ankunft des sogenannten Heilands. Meine Damen und Herren, die Message ist, ein Kind ist geboren worden, dann am Heiligabend, das wissen auch die, das wissen hier, muss man die Leute fragen, was an Weinig habend, ne, an Heiligabend gefeiert wird. Das wäre die Rolex-Uhr oder. Ne, muss erstmal ein Amerikaner fertig essen. Warte mal auf. Kann halt jeder sagen, heute Abend, ich habe einen Amerikaner gefressen. Ne, manche haben einen Clown gefrühstückt. Das ist jetzt nicht Sinn der Sache, ne? Ich habe jetzt die Pointen nicht gut gesetzt. Ich muss nur mal gucken hier mit dem blöden Stativ hier. Ich habe 5 Stunden in der Küche gesucht. Einmal war die Schüssel zu tief. Dann war noch die Speicher. Da ist die Kamera erstmal noch in den Spaghetti-Brei vom Kochwasser gefallen, der schon halb hart war. Dann ist erstmal den Amerikaner fertig hier. Ne? Jetzt ist ein Amerikaner in Staub. Wie Kansas singt Dust in the Wind. Und jetzt ist er fort. Ich mach Mäue in Öl. Ölmalerei. Macht's gut.